Schokoladentorte mit Mandelkrokantcreme wie 3 Koitina 3 Xe 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, wo geht Zucker 60 Gramm Mehl 6 OG gemahlene Mandeln Creme 6 OG Zartbitterschokolade, Klammer auf meint. 7% Kakaoanteil Klammer zu, 26 Ohm Milch, 3 OG Speisestärke, 6 OG Zucker, 6 OG Puderzucker größer als 80 Gramm gemahlene Mandeln OG, weiche Butter 6 mal 10 hoch 143 1 OG Puderzucker 20 Gramm Kakaopulver G Kokosfett, Klammer auf zum Beispiel Palmen Klammer zu, Dekoration 75 Gramm Zucker Springform 20 cm. Null Schwierigkeit mit Klammer auf Ei Zubereitung I Stunde Backzeit, 5 Minuten Kühlzeit, etwa 1 bis 2 Stunden 1 den Backofen auf 175, Klammer auf Umluft 16 O Grad C Klammer zu, vorheizen. Den Boden der Form mit Backpapier auslegen. 2 für die Biskuitmasse die Eier trennen. Eiweiß steif schlagen. Dann den Zucker einrieseln lassen, weiter schlagen bis die Masse fest und glänzend ist. Eigelb glatt rühren und unterziehen. Das Mehl sieben und mit den gemahlenen Mandeln mischen, locker unter den Eischnee heben. Den Teig in die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte Klammer zu, etwa 35 Minuten backen. Herausnehmen, aus der Form lösen und auf ein Kuchengitter stürzen, auskühlen lassen. 3 für die Creme die Schokolade grob hacken. Die Hälfte der Milch in einem kleinen Topf erhitzen und die Schokolade darin schmelzen. Die übrige Milch mit Stärke und Zucker verrühren. Zur Schokomilch gießen und unterrühren kurz aufkochen lassen. In eine Schüssel füllen und erkalten lassen, dabei gelegentlich umrühren, damit sich keine Haut bildet. Fein wischen für den Krokant ein Backblech dünn mit etwas Öl bestreichen. Den Puderzucker sieben und in einem kleinen Topf bei kleiner Hitze goldbraun karamellisieren. Die Mandeln unterrühren. Den Mandelkrokant auf das Blech gießen, glatt streichen und erstarren lassen. Dann vom Blech lösen und fein hacken. 5. Die Butter weiß schaumig schlagen und es löffelweise unter den erkalteten Schokopudding rühren. Dann den zerkleinerten Krokant unterheben. Den Tortenboden zweimal waagerecht durchschneiden und mit der Schokokrokantcreme füllen. 6. Für den Guss Puderzucker und Kakaopulver mischen. Das Kokosfett schmelzen etwas abkühlen lassen, dann mit 1 bis 2 Esslöffel heißem Wasser unter die Puderzuckermischung rühren. Die Torte damit sofort dünn überziehen, kalt stellen und fast fest werden lassen, ca. 1 bis 2 Stunden. Bisoidmasse 100 Gramm Butter 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 2 Esslöffel Milch, 1 Prise Salz, 100 Gramm Zucker, 125 Gramm Mehl, 1 türkische Lira Backpulver, 20 Gramm Kakaopulver, 2 Esslöffel schwarzes Johannisbeergelee zum Bestreichen Füllung, Klammer auf Pariser Creme, Klammer zu, 150 Gramm Mascarpone, 25 Gramm Zucker, 1. Päckchen Vanillezucker 180 Gramm Sahneprozent Päckchen sahnefestige Glasur 15 OG dunkle Kuvertüre 200 Gramm Sahne, Springform 20 cm 0 den Backofen auf 18 O Grad C, Klammer auf Umluft 4 Grad C, Klammer zu, vorheizen. Den Boden der Form mit Backpapier auslegen. 2 für die Biskuitmasse die Butter schmelzen, abkühlen lassen. Die Eier trennen. Eigelb mit Milch und Salz weiß schaumig schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. Mehl, Backpulver und Kakaopulver mischen, auf die Eigelbmasse sieben und unterheben. Ist der Teig zu fest noch etwas Milch zu geben. Dann die Butter in dünnem Strahl zugießen und unterrühren. Eiweiß steif schlagen, unterheben. Den Teig in die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte Klammer zu, ca. 4 Minuten backen. Herausnehmen, aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 3 für die Füllung Mascarpone mit Zucker und Vanillezucker glatt verrühren. Sahne mit sahnefestiger steif schlagen, unterheben. Den Tortenboden zweimal waagerecht durchschneiden. Den untersten Boden auf eine Tortenplatte legen und mit einem Tortenring umschließen. Den Boden mit dem Johannisbeergelee bestreichen. Die Hälfte der Creme darauf verteilen, glatt streichen. Den zweiten Boden auffegen und die übrige Creme darauf streichen. Den dritten Boden auffegen. 4 für den Überzug die Kuvertüre grob hacken.
Die Sahne in einem kleinen Topf erhitzen, Kuvertüre zugeben und darin schmelzen. Die Masse in eine hohe Schüssel füllen und abkühlen lassen. Dann mit einem Pürierstab dunkelcremig rühren. Die Torte damit ringsum einstreichen, circa 2 bis 3 Stunden kalt stellen und die Ganache fest werden lassen. Schichten Sie diese Torte am besten schon am Vortag in die Formklammer auf oder Tortenringklammer zu. So kann sie gut durchziehen und wird schön stabil. Die äußere Hülle aus Ganache wird erst am nächsten Tag auf die Torte gestrichen. Mokka-Schokoladentorte B3-Koidma 43E4 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 225 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 120 Gramm Mehl, 12 OG Speisestärke, 1 türkische Lira Backpulver, 1 Prise Salzfüllung, 100 Gramm Vollmilchschokolade, 100 Gramm Zartbitterschokolade, Klammer auf mindestens 70% Kakaoanteil, Klammer zu, 375 Gramm Sahne, 3 türkische Lire lösliches Espresso-Pulver, Dekoration 5 OG Zartbitterschokolade, Klammer auf mindestens 7% Kakaoanteil, Klammer zu, 8 bis 12 Mokka-Bohnen, Springform 20 cm, 0 Schwierigkeit. Mittelzubereitung, Stunde Backzeit, 15 Minuten Kühlzeit, 6 bis 8 Stunden in den Backofen auf 190, Klammer auf Umluft 170, Klammer zu, vorheizen. Den Boden der Form mit Backpapier auslegen. 2 für die Biskuitmasse die Eier trennen. Eigelb hellcremig schlagen. Dabei Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen. Mehl mit Speisestärke und Backpulver mischen. Eiweiß mit Salz steif schlagen. Eischnee und etwas von der Mehlmischung zur Eigelbmasse geben und vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben, nach und nach die übrige Mehlmischung darauf sieben und unterheben. Den Teig in die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, circa 2010 bis 15 Minuten backen, herausnehmen und auskühlen lassen. Dann vorsichtig aus der Form lösen. 3 für die Füllung die Schokolade grob hacken. Mit Sahne und Espresso-Pulver in einen kleinen Topf geben und bei kleiner Hitze unterrühren, darin schmelzen. Die Schokomokka-Sahne in eine Schüssel geben, abkühlen lassen. Dann im Kühlschrank fest werden lassen, Klammer auf, am besten über Nacht, Klammer zu. 4. Die Masse mit den Schlagbesen des Rührgerätes cremig aufschlagen. Etwas Creme für die Verziehung in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen. Den Tortenboden zweimal waagerecht durchschneiden. Ein Drittel der Schokomokka-Creme auf dem unteren Tortenboden glatt streichen. Den zweiten Boden auffegen, ein weiteres Drittel Creme darauf streichen. Den letzten Boden auflegen und die Torte ringsum mit der übrigen Creme überziehen. J für die Dekoration die Schokolade im warmen Wasserbad schmelzen. Dünn auf eine eisgekühlte Marmorplatte oder Backpapier streichen, fest werden lassen. Inzwischen die übrige Creme in großen Tupfen auf die Torte spritzen, mit je einer Mokka-Bohne verzieren. Die Schokolade in Spänen von der Platte schaben und auf die Mitte der Torte streuen. Am besten gut gekühlt servieren. Prinzregententorte Rührteig 1, den Backofen auf 185, Klammer auf Umluft 165, Klammer zu, vorheizen. Den Boden der Form mit 19 OG weiche Butterbackpapier auslegen. EGG Zucker 1,5 Päckchen Vanillezucker 2 für den Rührteig die Butter weiß schaumig schlagen, dabei nach und nach größer als 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen. Die Eier trennen. Das Eiweiß steif 190 Gramm Mehl schlagen. Das Eigelb zur Buttermasse geben, etwa eine Minute auf höchster Stufe 1,5 Teelöffel Backpulver unterrühren. Mehl und Backpulver mischen. Mit dem Eischnee nach und nach 3 Esslöffel Aprikosenkonfitüre zur Buttermasse geben, vorsichtig unterheben. Zum Bestreichen 3 aus dem Teig nacheinander 7 dünne Böden backen. Dafür etwa 2 Esslöffel Teig auf Creme dem Boden der Springform, gleichmäßig verstreichen und im heißen Ofen 190 Gramm weiche Butter jeweils ca. 5 Essminuten hellbraun backen. Herausnehmen, den Boden sofort 130 Gramm Puderzucker aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen, dann das 3 Eigelb, Klammer auf Größe M, Klammer zu, Backpapier abziehen.
Für jeden weiteren Boden die Form erneut am Boden 75 Gramm Zartbitterschokolade mit Backpapier auslegen. Überzug und Glasur 4 für die Creme die Butter weiß schaumig schlagen, dabei nach und nach Puder 120 Gramm Marzipanrohmasse Zucker und Eigelbe zugeben. Die Schokolade hacken und im warmen Wasserbad 2 türkische Lire Puderzucker plus Puder schmelzen, in dünnem Strahl, unter ständigem Rühren zur Buttercreme geben. Zucker für die Arbeitsfläche I8OG dunkle Kuvertüre 5. Die Tortenböden jeweils dünn mit der Schoko-Buttercreme bestreichen, Klammer auf den 2 türkische Lire neutrales Pfanzenöl obersten Boden nicht bestreichen, Klammer zu, dabei gut ein Viertel zurückbehalten. Die Böden aufeinander setzen. Den obersten Boden mit Aprikosenkonfitüre bis 3 Springform 20 cm 0 Gen kurz antrocknen lassen. Dann die Torte ringsum mit der übrigen Creme überziehen, mindestens eine Stunde Halt stellen und fest werden lassen. 6. Für den Überzug das Marzipan mit Puderzucker verkneten und auf einer Schwierigkeit, anspruchsvoll dünn mit Puderzucker bestäubten Arbeitsfläche in Tortengröße, Klammer auf ca. 20 cm 0 Klammer zu, Zubereitung, 75 Minuten ausrollen. Die Marzipandecke auf die Torte legen. Für die Glasur die Kuvertüre Backzeit, 5 bis 8 Minuten, Klammer auf pro Boden, Klammer zu, grob hacken, mit Öl im warmen Wasserbad schmelzen. Die Torte damit ringsum Kühlzeit 3 Stunden überziehen. Vor dem Servieren ca. 2 Stunden kalt stellen. Das Backen der einzelnen Böden macht zwar etwas Arbeit, aber die fertige Torte schmeckt dann umso besser, da jeder Boden aromatisch gebräunt ist. Diese Torte ist auch ideal zum Mitnehmen zu einer Geburtstagsfeier oder zum Picknick. Bischoitna 33E1 für die Füllung den Quark in einem Sieb gut abtropfen lassen. Die Erdbeeren 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, waschen, putzen und trocken tupfen. Den Backofen auf 1913 Grad C, Klammer auf Umluft 170, Klammer zu, eine Prise Salz vorheizen. Den Boden der Form mit Backpapier auslegen. 80 Gramm Zucker i Päckchen Vanillezucker 2 die Eier trennen. Eiweiß mit Salz steif schlagen. Eigelb hellcremig schlagen. Leo-G-Mehl dabei Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen. Mehl und Backpulver TL Backpulver mischen. Den Eischnee und etwas von der Mehlmischung zur Eigelbmasse geben und vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben, nach und nach die Füllung übrige Mehlmischung darauf sieben und unterheben. Den Teig in die Form 300 Gramm Magerquark füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 25 bis 3 Minuten backen. Herausnehmen 250 Gramm frische Erdbeeren aus der Form lösen, das Backpapier abziehen und auskühlen lassen. 4 Blatt weiße Gelatine 3 Eigelb, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 3 für die Füllung die Gelatine nach Packungsanleitung einweichen. Die Eigelbe log Zucker mit Zucker und Zitronenschale in einem kleinen Topf verrühren. Die Milch eine türkische Lira abgeriebene Zitronen zugießen und gut verrühren. Bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren Schale erhitzen, bis eine dickflüssige Creme entsteht. Den Topf vom Herd nehmen. Die 150 ml Milchgelatine ausdrücken und in der warmen Creme auflösen. Dann durch ein Sieb ein Esslöffel Zitronensaft streichen. Dadurch wird die Creme schön zart. 3009 Sahne 4 den Quark ebenfalls durch ein Sieb streichen und mit Zitronensaft verrühren. Dekoration einige Esslöffel Quark mit der noch warmen Eiercreme verrühren, dann die Puderzuckermasse unter den übrigen Quark rühren kalt stellen. Sobald die Masse zu gelieren beginnt, die Sahne steif schlagen und unterheben. Springform 20 cm 05 den Tortenboden einmal waagerecht durchschneiden. Die untere Bodenhälfte auf eine Tortenplatte setzen und mit einem hohen Tortenring umschließen. Schwierigkeit, Mittel etwas Quarkcreme darauf verstreichen. 8 schöne große Beeren der Länge nach Zubereitung, 75 Minuten halbieren und mit der Schnittfläche nach außen an den Rand der Torte setzen. Backzeit, 25 bis 3 Minuten die übrigen Beeren klein schneiden und auf der Tortenmitte verteilen mit der Kühlzeit, 3 Stunden übrigen Quarkcreme bestreichen. Die zweite Bodenhälfte auf die Füllung legen und leicht andrücken. Die Torte mindestens 3 Stunden kalt stellen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.
Nougat-Torte mit Walnei 34 in und Karamellhauke B4 Hoitmame 5 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, eine Prise Salz, 170 Gramm Zucker, wo geht's Zart Bitterschokolade, Klammer auf mindestens 70% Kakaoanteil, Klammer zu, wo geht Butter 5 OG Mehl 50 Gramm gemahlene Walnüsse. Füllung und Belag, wo geht Walnusskerne 1 bis 11 Zweitel Esslöffel neutrales. Pflanzenöl, OG Zucker 135 Gramm Nussnougat 225 Gramm Ricotta 400 Gramm Sahne 1% Päckchen sahnefestiger Dekoration 150 bis 200 Gramm dunkle Kuvertüre Karamellsoße 5 OG Zucker Springform 20 cm 0 Sachertorte Rührteig 1, den Backofen auf 190, Klammer auf Umluft 170, Klammer zu, vorheizen. Den Boden davon mit 190 Gramm weiche Butterbackpapier auslegen. 190 Gramm Zucker 6 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 2 für den Rührteig die Butter weiß schaumig schlagen, dabei nach und nach den 15 OG Zartbitterschokolade Zucker einrieseln lassen. 3 Eier trennen. Eiweiß steif schlagen, Eigelb mit den 20 Gramm Mehl übrigen Eiern nacheinander zur Buttermasse geben und jeweils etwa eine Minute einhalb gestrichener TL-Backpulver unterrühren. 75 Gramm gemahlene Mandeln, 75 Gramm Semmelbrösel, 3 die Schokolade grob hacken und im warmen Wasserbad schmelzen. Mehl und 120 Gramm Aprikosenkonfitüre Backpulver mischen. Mit Mandeln, Semmelbrösel und geschmolzener Schokolade zur Buttereimasse geben, langsam unterrühren. Zuletzt den Eischnigla 3 Uhr und Dekoration vorsichtig unterheben. Den Teig in die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 45 Gramm Zucker ca. 3 Minuten backen. Herausnehmen, aus der Form lösen und auf einem 15 OG Zartbitterschokolade-Kuchengitter auskühlen lassen. Dann das Backpapier vorsichtig abziehen. 3 OG weiße Kuvertüre 4 den Boden einmal waagerecht durchschneiden. Den unteren Boden dick mit Springform 20 cm 0 Aprikosenkonfitüre bestreichen, den oberen Boden auffegen. 5 für die Glasur den Zucker mit 3 bis 4 Esslöffel Wasser aufkochen. So lange kochen Schwierigkeit, einfach läsen bis sich der Zucker gelöst hat. Die dunkle Schokolade hacken nach und Zubereitung 35 Minuten nach zur Zuckerlösung geben. So lange rühren, bis die Schokolade vollständig Backzeit 3 Minuten geschmolzen ist und der Guss glänzt. Den Guss mittig auf die Torte geben und Kühlzeit 2 Stunden durch leichtes Rütteln und Aufklopfen der Torte ringsum gleichmäßig verlaufen lassen. Die Glasur etwa 2 Stunden fest werden lassen. 6 für die Dekoration die Kuvertüre grob hacken und im warmen Wasserbad schmelzen. In ein Papierspritztütchen, Klammer auf Siertipp, Klammer zu, oder kleinen Gefrierbeutel füllen. Eine kleine Ecke abschneiden und jedes Tortenstück verzieren. Eine kleine Spritztüte aus Backpapier kann man schnell basteln. Dafür einen rechteckigen Bogen Backpapier diagonal halbieren und das Dreieck zur Spitztüte zusammenrollen. Spitze abschneiden. Fertig. Holländer Kirschtorte Böden den Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Ein Backblech mit Back eine Packung länglicher Papier auslegen. TK-Blätterteig, Klammer auf 45 OG, Klammer zu, ein Eigelb, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 2 für die Böden die Blätterteigscheiben nebeneinander auftauen. Je 2 Schei 2 Esslöffel Mandelblättchen ben etwas übereinander legen und zu je einem Quadrat ausrollen. Die Böden mehrmals mit einer Gabel einstechen, dann minus 15 Minuten ruhen lassen. Einen Füllung der Böden mit Eigelb bepinseln und mit Mandelblättchen bestreuen. Die 4 OG Speisestärke Böden nacheinander im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, je ca. 10 Minuten backen. 125 ml Sauerkirschsaft herausnehmen und ohne Backpapier auf ein Kuchengitter legen, etwas 1 bis 2 Esslöffel Zucker abkühlen lassen. Dann die Böden noch warm mit einem scharfen Messer 1 Päckchen Vanillezucker in Form schneiden, Klammer auf 20 cm 0 Klammer zu. Den Mandelboden in 6 bis 8 Stücke teilen.
Eine Packung TK-Sauerkirschen, Klammer auf 3,03 Euro für die Kirschfüllung. Die Speisestärke mit 2 bis 3 Esslöffel Saft glatt verrühren. 4 Blatt weiße Gelatine, den übrigen Saft mit Zucker und Vanillezucker, in einem kleinen Topf zum 375 Gramm Sahne kochen bringen. Die angerührte Stärke unterrühren zugießen. Die Kirschen 1 bis 2 Esslöffel Zucker zugeben, etwa 1 bis 2 Minuten köcheln lassen. Das Kompott in eine Schüssel füllen und erkalten lassen, dabei gelegentlich durchrühren. Dekoration 100 bis 150 Gramm Sahne 4 inzwischen die Gelatine nach Packungsanweisung einweichen und auflösen. 1 bis 2 Esslöffel rotes Johannisbeer die Sahne steif schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. Etwas Sahnegelee zur Gelatine geben und verrühren. Dann die übrige Sahne zügig unter die 25 Gramm Puderzucker-Gelatine-Mischung heben. 5. Einen Blätterteigboden auf eine Tortenplatte setzen und mit einem Tortenring umschließen. Die Kirschen darauf verteilen und die Hälfte der Sahneschwierigkeit, Mittelmasse darauf streichen. Den zweiten Boden darauf legen, leicht andrücken. Zubereitung, 75 Minuten die übrige Sahnemasse darauf geben, glatt streichen. Die Torte kalt stellen Backzeit, 10 Minuten, Klammer auf Proboden, Klammer zu, und fest werden lassen, ca. 1 Stunde. Kühlzeit, T-Stunde 6 für die Dekoration. Die Sahne steif schlagen, in einen Spritzbeutel mit großer Loch- oder Sternhöhle füllen und 6 bis 8 dicke Sahnetuffs an den Rand der Torte setzen. Je eine Mandelblätterteigecke schräg darauf setzen. Das Gelee leicht erwärmen und mit dem Puderzucker glatt verrühren, über die Torte träufeln. Am besten sofort servieren, Klammer auf, sonst werden die Blätterteigböden weich, Klammer zu. Schwarzwälder Kirschtorte Rührteig den Backofen auf 175, Klammer auf Umluft, 150, Klammer zu, vorheizen. Die vom Fetten und mit 7 OG zartbittere Schokolademehl bestäuben. Klammer auf mindestens 70 Grad / 0 Kakaoanteil Klammer zu, 2 für den Rührteig die Schokolade grob hacken und im warmen Wasserbad 7 OG weiche Butter schmelzen. Die Butter weiß schaumig schlagen, dabei Zucker und Vanillezucker 7 OG Zucker einrieseln lassen. Die Eier einzeln nacheinander zugeben und jeweils eine Minute ein halb Päckchen Vanillezucker unterrühren. Mandeln und Schokolade zugeben unterheben. Mehl, Speise 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, Stärke und Backpulver mischen, darüber 7 und unterheben. Den Teig in 5 OG gemahlene Mandeln die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 45 Minuten backen. Heraus 35 Gramm Mehl nehmen, auskühlen lassen, dann aus der Form lösen. 35 Gramm Speisestärke TL Backpulver 3 für die Füllung die Kirschen abspülen, trocken tupfen. 8 bis 12 Kirschen für die 4 bis 5 Esslöffel Kirschwasser zum Garnitur, beiseite legen. Übrige Kirschen entsteinen. Die Stärke mit 2 Esslöffel von dem Beträufeln Klammer auf nach Belieben Klammer zu, Kirschsaft und 2 Esslöffel Zucker verrühren. Übrigen Kirschsaft aufkochen, Kirschen, Klammer auf, tiefgekühlte Kirschen unaufgetaut, Klammer zu, zugeben. Die angerührte Speisestärke Einfüllung rühren 1 bis 2 Minuten kochen lassen. Vom Herd nehmen, 2 türkische Lire Kirschwasser 250 Gramm frische Sauerkirschen unterrühren und abkühlen lassen. Klammer auf Alternativ TK Sauerkirschen Klammer zu, 1 gehäufter EL Speisestärke 4 den Tortenboden zweimal waagerecht durchschneiden. Die Böden mit übrig 75 ml Kirschsaft gem Kirschwasser beträufeln. Den unteren Boden auf eine Tortenplatte legen größer als 3 Esslöffel Zucker und mit einem Tortenring umschließen. Die Sahne mit Sahnefestiger und 5 Ohm Kirschwasser übrigen Zucker steif schlagen. Den Boden dünn mit Sahne bestreichen und das größer als 40 OG Sahne Kirschkompott darauf verteilen und mit Sahne bestreichen. Den zweiten Boden 1 Päckchen Sahnefertiger auffegen, mit einem Drittel der übrigen Sahne bestreichen. Den dritten Boden darauf legen, leicht andrücken. Den Tortenring entfernen. Die Torte mit der Dekoration übrigen Sahne ringsum einstreichen. 15
30 Gramm Zartbitterschonlade, Klammer auf mindestens 7% Kakao, 5 für die Dekoration, die Schokolade mit einem Messer oder ein Reibegrobanteil, Klammer zu, raspeln. Die Sahne steif schlagen, in einen Spritzbeutel mit großer Sternhülle 100 bis 150 Gramm Sahne füllen und die Torte mit Sahne tupfen, den beiseite gelegten Kirschen und den Schorraspeln verzieren. Springform 20 cm, 0 Schwierigkeit, Mittelzubereitung, 1 Stunde.